Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Heute ist Auszeit nach Feierabend, ganz genau. Zwischendurch war keine Zeit, aber jetzt ist die Haut quasi blank, die Nase rot, die Haare verwuschelt, der Tag ist gelaufen. Ich habe aber heute ein Paket bekommen. Es knistert richtig und es glitzert noch mehr. Ich zeige es euch, packe es gemeinsam mit euch aus, denn ich habe das erste Mal bei Pink Panda bestellt. Pink Panda kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Ich bin Newbie, ihr seid Profis. Hat viele, 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 viele Produkte, Kosmetikprodukte. Auch gerne neue, aktuelle Limited Editions, aber auch gerne mal so Restbestände von Limited Editions. Ich sage nur Disney, die es vielleicht eigentlich schon länger nicht mehr gibt. Ich scroll da immer mal wieder so Suchwort Disney und scroll da durch und schau mal. Habe aber noch nie was bestellt. Jetzt tatsächlich das erste Mal. Und warum habe ich das bestellt? Weil ich gesehen habe, es gibt gerade eine Surprise Bag mit einem Retinol-Serum. Diese Bag ist eine Geheimbag. Heißt, wenn ihr etwas in euren Warenkorb tut und dann nach unten scrollt und auf Gutschein geht und Retinol-Bag eingebt, erscheint dieses Surprise-Bag und der Preis von 9,99 €. Das habe ich getan. So sieht diese Knisterbox aus. Ich schneide sie mal eben auf. Das ist, glaube ich, leiser, als wenn ich sie jetzt aufreiße. Und wir schauen, was drin ist. Mindestbestellwert bei Pink Panda sind 10 Euro. Da das 9,99 € waren, habe ich mir noch was dazu bestellt. Das zeige ich euch mal eben. Und zwar von Revuel. Ein Haarelixier, bitteschön, mit Macadamiaöl. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Das hier ist für gefärbte Haare, darum geht es mir nämlich. Ich habe was für gefärbte Haare gesucht. Und als ich beim Friseur war, ich war beim Disney-Friseur, Leute, ja, ich war und bin beim Disney-Friseur. Ich habe euch davon erzählt, hier oben und in einem Short tatsächlich auch. Ich würde da einziehen, ne? Also, ganz toll. Und sie hat mir auf jeden Fall ein Serum reingemacht, so ein Pflegeserum für die Haare. Und was ich jetzt auch nochmal sagen muss, das ist jetzt, ich glaube, 4 Wochen her, ne? Und die Farbe ist immer noch da. Also es ist immer noch wirklich nicht schlecht. Ich habe von ihr auch ein Shampoo bekommen mit roten Pigmenten, kenne ich schon. Riesensauerei, aber bringt wirklich was, ne? Handschuhe über Haare damit waschen, kurz einwirken lassen, bam, ihr seid wieder rot. Aber darum geht es jetzt nicht. Vom Thema abkommen kann ich. Ich habe mich informiert, was ich noch holen könnte für meine Haare, damit ich ihn mal ein bisschen pflegen, stärken und vor allem die Farbe schützen kann. Ich bin ja nicht so die Haarmaus, ihr wisst Bescheid. Ich habe vielleicht auffällige Haare, aber ich kümmere mich da nicht drum. Läuft, ne? Ja, und deshalb habe ich mir Macadamiaöl, Haarelixier, Intensivschein and Care extra für gefärbte Haare geholt. Da sind die Macadamia-Nüsse auch eine leckere Angelegenheit, ne? Übrigens, 100% natürliches Öl. Das ist hier so ein Pumpkopf und das können wir uns dann auf die Haare schmieren. Bin ich gespannt, werde ich ausprobieren, dass ich mir mal freiwillig ein Haarprodukt kaufe, Leute. Aber nun, schauen wir, was in der Retinol-Bag drin ist. Ich meine 4 Produkte. Ich lasse euch mal gucken. Ich gucke noch nicht. Und greife rein. Als erstes haben wir etwas sehr, wie heißt das? Wenn es so changiert? Wie bei CC, die Colorful Living. Holographisch, dankeschön. Dankeschön. Sehr holographisch. Ach, das ist wahrscheinlich schon das, was ich in der Werbung gesehen habe, in der Vorschau. Revuel ist die Marke. Retinol Night Serum und Retinol Serum. Leute, ich stehe auf Retinol. Ihr müsst vorsichtig sein mit Retinol. Aber, ja, seht ihr das? 30 ml haben wir hier. So sieht's aus. Renewing and Firming. Retinol ist eins der wenigen Inhaltsstoffe, das nachweislich wirklich mit der Haut arbeitet. Ne? Also es gibt ja viele Studien und viele Zusammenstellungen und viele Versuche etc. pp. Und ja, Hyaluron spendet Feuchtigkeit und Niacinamide können ausgleichen, ausbleichen und solche Sachen. Aber Retinol ist tatsächlich über mehrere, viele Jahre studiert worden, wie auch immer, und ist offiziell, habe ich jetzt schon von mehreren Quellen gehört. Oh, jetzt sage ich was. Ich bin jetzt die nächste Quelle. Aber ich habe es wirklich schon so oft so gehört,
der einzige Beauty-Stoff, Wirkstoff, der nachweislich funktioniert. Skin Elements. Retinol erneuert die Haut. Retinol sollte man nicht zu viel benutzen, nicht zu oft. Es kann ganz toll wirken, das heißt aber auch nicht, dass ihr bitte ständig alle Produkte mit Retinol drauf packt und eure Haut wird neu, irgendwann ist sie gereizt. Das ist schon Arbeit für die Haut. Es wirkt der Hautalterung vor, es gibt der Haut Power, es hilft der Haut, die Hautschüppchen zu erneuern. Es ist ja so, dass eure Haut ganz regelmäßig Hautschuppen abstößt und neue entstehen, ne? Und dadurch bleibt eure Haut immer frisch. Wenn ihr älter werdet, ab 30, 40 ungefähr, ja, obwohl das noch nicht alt ist, ganz komische Sache, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, braucht die Haut einfach länger, um neue Hautschüppchen zu bilden. Und deshalb bleiben die Älteren länger auf der Haut und können dann auch mal älter aussehen, ne? Dass sie sich vielleicht verfärben. Ich habe nämlich tatsächlich hier eine Stelle, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich langsam besser, weil ich mit Retinol dran gearbeitet habe. Und jetzt hier Niacinamiden, tatsächlich. Ach, ich habe mich gefreut. Ich glaube, es hat funktioniert. Die Hautschüppchen, rede ich schnell. Die Hautschüppchen bleiben einfach länger auf der Haut und dadurch wirken sie dann nicht mehr ganz so frisch. Ihr habt ältere Hautschüppchen auf der Haut und das sieht vielleicht fleckig aus, vielleicht trocken aus, vielleicht faltiger aus und Retinol wirkt dagegen. Oh, was für eine Erklärung. Das ist jetzt wirklich so in Laiensprache. Ne? Ich will, dass wir es uns alle auch verstehen und ich euch nicht irgendwas vorlese. Könnte ich auch tun, ich lasse es. Das ist ein Nachtserum, was ich einbauen werde. Jetzt aktuell noch nicht, aber bald. Denn jetzt habe ich noch ein anderes Produkt, das ich benutze. Hier steht auch auf Englisch und Spanisch: Apply a few drops in the evening or to clean and dry skin of the face and neck, avoiding the eye and drink the... Ja, genau. Also, ein paar Tropfen Retinol auf die Haut, auf die gewünschten Stellen auftragen, einreiben, die Haut soll trocken und gereinigt sein und einmassieren, bis es komplett absorbiert ist. Dann ist euer Retinol gut eingearbeitet. Nächste. Huch, was haben wir hier? Das ist schon offen. Oh. Oh. Von der Farbe sieht es aus wie Sassy, ne? Kennt ihr? Ja, kennt ihr. Okay, wir sind hier auf einem Beauty-Kanal, ihr kennt das alle. Ich habe Revolution Skincare, mache ich. Glycolic, 10% Serum, ein veganes, cruelty-freees Serum mit, okay, wartet mal, Glykolsäure, ne? Better Skincare, Better Make-up. Stimmt. Leute, kümmert euch um eure Haut, dann sieht das Make-up besser aus. Und es macht Spaß. Ich genieße die Zeit einfach total, wenn ich mich alleine um mich kümmern kann und meine Skincare-Routine von mir aus 3 Stunden durchführen kann. Ich lieb's. Einmal so eine koreanische Skincare komplett durchziehen, ne? So eine richtige Routine mit 13 Steps oder so. Ich wäre voll dabei. Kann man sowas machen hier irgendwo? Gibt es das in Hamburg oder so? Bestimmt. Glycolic 10% Serum. Warning, avoid contact with eyes. Okay, nicht in die Augen schmieren, ihr Lieben. Und als Übersetzung steht hier Serum. Da seht ihr nicht viel. Dort 10% Serum. Okay. Ich brauche Informationen. Augenkontakt vermeiden steht hier auch nochmal. Apply PM. Ach, schaut mal. Das steht hier, es ist so, das ist ja cool. Also für abends, ne? Abends auftragen. Es ist ein Glykol. Dr. Google, was sagst du denn dazu? Bevor ich euch jetzt hier Shit erzähle, Glycolic. Schönes Wort zum Schreiben. Ich hasse das ja, aufs Handy zu gucken, während ich euch was erzähle. Hautverfeinerndes Beauty Serum regeneriert die Haut. Okay. Hochkonzentriertes Serum für ein strahlendes Hautbild mit Glykolsäure. Ich habe jetzt nur ein bisschen durchgescrollt. Das heißt, ich habe jetzt nicht nach dem Produkt gesucht, sondern überhaupt, was das macht. Ja, okay. Also es ist Glykolsäure, es bringt eure Haut zum Strahlen, es nährt eure Haut. Das sollt ihr nachts auftragen. Das ist relativ hoch dosiert. 10% ist schon nicht schlecht. Intense Serum, ja, für Strahlkraft. Okay. Okay, ich stelle mir hier mit hin. Serum sind wir dabei. Serum sind wir dabei. Wie viel war das? 30? Ja. 30 Milliliter. Was haben wir hier? Nochmal Revolution Superfood. Oh nein, bist du? Nein, bist du nicht, oder? Ein bisschen? Nee, da ist eine Folie drauf. Oder doch?
Okay. Doch, ein bisschen ist es. Ist dir was ausgelaufen? Es riecht auch so. Okay, dann bist du direkt selber ausgelaufen. Aber nicht viel. Es ist nur so ganz leichte Schicht. Ich habe jetzt auch kein Tuch hier. Okay. Revolution Skincare Superfood Replenishing Essence Spray. Ein Fruchtspray, das regeneriert mit Blaubeerextrakt. Ja, es riecht auch echt gut. 100 Milliliter haben wir hier drin. Ein Superfood Spray. Mit Blaubeerextrakt. Wie cool. Essence Spray. Und dann bist du locker. Ah, der ist hier ein bisschen locker, deshalb wahrscheinlich. Aber funktioniert noch. Oh. Das riecht wie frisch geduscht mit so einer fruchtigen Dusche. War das ein schöner Satz, ja. Anwendung. Einstellen, wenn Rötungen auftreten. Ach so. Okay, 20 bis 25 Minuten, Zentimeter vom Face und Neck. Wartet, ich muss mich kurz auf Deutsch umstellen. 20 cm vom Gesicht weghalten, aufsprühen und dann ist es ein Erfrischungsspray für die Haut mit Superfood, mit der Superfrucht Blaubeere, die die Haut auch noch nährt. Finde ich gut. Spray finden wir gut. Schade, dass es jetzt ein bisschen ausgelaufen ist, aber dann habe ich gleich mal den Geruch in der Hand gehabt. Ne? In der Hand. Ihr wisst schon. Leer. Und hier haben wir noch was Kleines. Was ist denn hier noch drin? Lovely. Lovely. Die Marke kenne ich von Sassi. Ist das eine polnische Marke? Ja, ne? Sassi? Polnische Kosmetik? Oh, Gold Pineapple Primer und Serum. Lovely Gold. Das ist, ich weiß, es ist wirklich golden. Gold Pineapple Primer and Serum. Wie cool. Zeig dich mal. Aus Polska. Genau. 9 Milliliter. Ja, hier steht sonst auch nichts. Doch, 2 in 1 Face and Lips Primer und Serum mit Gold und Pineapple Extrakt. Da müssen wir mal dran riechen. Oh, krass. Es riecht wie eine frisch aufgeschnittene Ananas. Es riecht richtig wie dieses saure, extreme, doch schon süße. Oh, der Ananas. Es riecht wie eine frisch aufgeschnittene Ananas. Krass. Als würde, ja, es läuft mir schon im Mund zusammen. Als würdest du mit dem Messer da reinstechen und der Saft spritzt, läuft raus. Richtig cool. Ein Primer und Serum. Ist der richtig golden? Das will ich jetzt mal sehen. Warte. Kommt da was? Oh. Doch jetzt. Ah, jetzt sehen wir es auch, ne? Ja, das sind richtige Glitzerpartikel dabei. Okay, super reichhaltig. Das war sehr viel. Das riecht, als ob ihr euch mit Ananassaft einschmiert. Oh, ich kann mir vorstellen, dass man da auch echt reagieren kann, ne? Das riecht richtig krass. Das in die Haut und ins Gesicht. Ich werde es mal vorsichtig probieren. Das ist wirklich extrem. Zieht es schnell ein. Es war gerade sehr viel. Es ist sehr viel. Schaut euch das mal an, meine Uhr. Ich verteile mal. Dann riechen meine Hände jetzt gut. Was soll's? Puh. Also im Gesicht finde ich das schon sehr krass. Der Geruch ist wirklich extrem. Oder als würdet ihr euer Gesicht in so eine Dose Ananassaft tauchen oder so. Sieht gut aus, ne? Tolle Hand, oder? Oh, aber sie glitzert jetzt. Oh, seht ihr das? Ah. Ja, so ein bisschen, ne? Okay, also vorsichtig sein. Ich muss mal schauen. Vielleicht ist das nichts für mich, aber was für Sassi? Muss ich da mal nachfragen. Kannst dich ja mal melden, falls du das hier siehst. Und wenn nicht, warum schaust du meine Videos nicht? So, ist schon krass, aber auch geil. Darf ich geil sagen? Habe ich gesagt. Okay, das war's. Das war die Retinol-Bag von Pink Panda. Falls ihr diesen Surprise-Hint schon gesehen habt auf Instagram und überlegt habt, das ist da drin. Gesamtwert haben wir hier. Wird sich wahrscheinlich lohnen. Gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Aber schon fürs Gefühl. Und ich finde es toll. Würde ich alles benutzen mit dem Serum? Weiß ich nicht. Vielleicht auch einfach nur dran riechen gegen den Heißhunger. Das ist auch mal nicht schlecht, ne? Ich hatte hier mal so ein Orangenöl, das war auch so gut, da habe ich so gern dran gerochen, sonst rieche ich halt an dem Primer-Serum.
Aber ich glaube, echt fürs Gesicht ist es mir zu krass und es glitzert. Ich bin keine Glitzermaus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Haarelixier wird ausprobiert. Was hat das denn gekostet? Steht nicht drauf. Versand 3,90 €. Das kommt noch dazu. Haarelixier 3,99 €. Kommt, ihr Lieben. Blöd ist halt wirklich, ich glaube, versandkostenfrei ist es erst ab 40 € oder so. Und dann zahlst du quasi 14 € schon für diese Retinol-Bag, ne? Statt 9,99 €, weil du den Versand ja zahlen musst. Es sei denn, du hast das, was du eh kaufen willst, dann hau rein. Leute, dann bitteschön. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Bags. Mal schauen, ob ich jetzt öfter welche bestelle. Wir lassen uns überraschen. Was sagt ihr dazu? Ich find's toll. Ich bin froh. Und das war's. Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.